Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Das Thema heute heißt nicht, Willi ist leicht reizbar. Nein, das Thema heißt TH. Okay, wir werden jetzt gemeinsam mal kurz das Auto mal ein bisschen kaputt machen und da schauen wir uns mal an, wie wir das am besten machen. Mit den Kameraden und Kameraden aus der Löschgruppe Werste werden wir jetzt mal ein bisschen TH machen. Seht euch das mal an, viel Spaß. Los geht's. Ich sehe hier schon, wenn man hier mal guckt, richtig schön, sieht aus wie so ein Männerpicknick, ne? Alles dabei, was man so im Alltag braucht. Was wir jetzt wo genau einsetzen, wofür das alles eingesetzt wird, werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen, wenn wir dieses Auto ohne Außenspiegel noch mal ein bisschen vornehmen. Also sehe hier schon richtig tolle Sachen, ich finde das super, was die Kameraden hier schon vorbereitet haben aus Werste, die Bad Dönhausener Jungs und Mädel. Werden wir mal schauen, was wir jetzt hier mit dem schönen Auto so machen. Henning. Ich habe einmal den Henning hier mit für euch. Das bin ich. Und Henning wird jetzt mal ein bisschen uns hier durchführen, wie wir es mit der TH heute, technischen Hilfeleistung hier heute machen. Und zwar werden wir heute was Spezielles auch gleich mal einsetzen. Also ich würde sagen, wir machen mal ein paar Grundlagen, wie man das Auto erstmal sichert. Ne? Die Lage sichert. Wie macht ihr das? Ja. Also einfach mit Rüstholz oder Auto, extra von Weber auch Unterbaumaterial, was wir hier auf dem Fahrzeug verlastet haben. Einfach um das Fahrzeug, das verunfallte Fahrzeug zu immobilisieren, damit der Patient zum Beispiel keine Erschütterung oder andere weiteren Verletzungen sozusagen davon. Immobilisieren, das ist gut. Ja. Dann sehen wir mal sehen, wie das macht. Und dann würde ich sagen, dann legt man los. Ja, volle Power. Gut. Man geht dann so vor, ein Trupp hat die eine Seite, der andere die andere Seite. Ich würde jetzt mit Lukas einmal die Beifahrerseite machen. Ja. Dafür nehmen wir einmal das Startfasssystem. Es gehen jetzt zwei Trupps vor. Das heißt, auf ein Trupp pro Seite, ja, nicht mit los. Jeder Trupp nimmt eine Seite von dem Fahrzeug und sichert dann, dass man die Lage. Okay, dann dafür einmal. Also beim Fahrzeug immer einmal A-Säule, also relativ weit nach vorne, weil dann hat man hier einen stabilen Punkt. Ja. Dann hast du relativ weit auseinandergebaut. Jetzt können wir die Keile dafür nutzen und das hier auf die andere Seite dran. Ja, somit ist die A-Säule schon mal unterbaut. Okay. Ja. Ist das jetzt, muss man das noch weiter runterdrücken? Wird das nicht noch strammer? Ja, das wird gleich strammer, wenn wir den Druck aus Reifen rausnehmen. Okay, wir dann brauchen also das Fahrzeug wirklich auf die Seite. Genau. Wir brauchen hier das Auto hochheben. Wir werden uns gleich das Auto absenken. Ne? Okay, das heißt, es liegt jetzt ungefähr auf. Ja. So reicht es erstmal. Noch hat der Patient auch keine Erschütterung bekommen. Ne? Weil da kann man ja auch schon, wenn man da richtig Geschmack gibt. Also es geht nicht nur um das Auto zu sichern, dass das nicht wegrollt. Wir können ja sein, dass wir hier am schrägen Hang sind oder sowas. Und dass die Einsatzstelle sich verlagert. Mhm. Es geht auch darum, dass der verletzte Patient, Wirbelsäulenschaden möglich und sowas, möglichst keine Erschütterung mehr hat. Dass wir den wie mit Samthandschuhen bewegen. Ich gucke kurz auf andere Seite, bin ganz gespannt, wie es da aussieht. Wer hätte das gedacht? Genauso. Okay. Ja, ihr wisst das ja von mir, nicht nur wenn hier der Pieper geht, dass ich mir automatisch einen Helm aufsetze. Jetzt auch hier, also es ist einfach eine Eigenart, wenn es hier jetzt gleich losgeht, dass wir irgendwie das machen, denkt immer an euren Eigenschutz, das heißt komplette PSA und hierbei reichen. Man könnte jetzt hier die richtig, ich nenne es jetzt mal teuren Handschuhe nehmen, muss man aber nicht. Man kann jetzt also auch einfach die, oder sollte auch die TH-Handschuhe nehmen, um sich einfach richtig guten Handschuhe zu verderben. Ne? Die reichen hierfür vollkommen aus. Dass du es vielleicht selber nur siehst, das sind hier diese Ventile von Luftaufpumpen und das ist ein Absaugkatheter aus dem Krankenhaus. Achso, habt ihr selber gebaut? Ja, also Sebastian oder irgendwie da die THT-Gruppe. Die flattern ja gleich schön, ne? Richtig. Guck mal gespannt. Gucken wir uns mal an. Also, da will ich auch mal einen draufsetzen, ja, komm mal her. Ich hab zwei. Ja, nicht,
Dann wollen wir vielleicht nicht alle, dass wir... Ja, es war eine Shell-Tankstelle. Ja, das schmecke ich sofort. Also wollen wir vielleicht nicht alle, dass wir... Wenn wir was für einen Film haben würden? Wieso? Weiß nicht, wenn du jetzt was verfilmen oder... Was? Hier ist ablassen. Machen wir doch gerade. Das ist eine Kamera. Ich meine, nicht kaputt, ne? Nee, was merkst jetzt du? Kommt Willi, er hat Feuerwehr-Willi nicht geguckt. Das hast er hat Feuerwehr-Willi nicht geguckt. Und, Ach so, ja. Was denn? Ich dachte, du musst jetzt das Teil holen, um die kaputt zu machen. Ja, ich wollte nur sagen, es scheint immer so, yo, ich mache mal die Scheiben kaputt, oder?